Ja, und während Michael Schwan und Stefan Brandt ihre Berufung schon lange gefunden haben, gibt es doch den ein oder anderen, der noch auf der Suche ist nach dem richtigen Job. Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten Ausbildungsstelle gibt es jetzt von der Messe Berufe Live. Daniel Bär und Pia Güne mit den Einzelheiten. In der Halle 11 der Kölnmesse dreht sich seit heute alles um die Themen Ausbildung, Beruf und Studium. Denn wie jedes Jahr stellt sich für viele Schüler die Frage, was kommt nach der Schulzeit? Auf der Messe Berufe Live 2013 bekommen Sie einen Überblick und können sich bei rund 180 Ausstellern über Ausbildungsmöglichkeiten, Studiengänge und Praktika informieren. Wer noch keine genauen Vorstellungen über seinen weiteren Werdegang hat, für den gibt es in diesem Jahr eine besondere Neuheit, wie Gregor Berghausen von der IHK Köln erklärt. Es gibt insbesondere den Berufsparcours dieses Jahr hier in Köln. Das heißt, junge Leute können ausprobieren, was für Fähigkeiten sie haben, an rein technischen Sachen, manuellen Geschichten mal etwas ausprobieren, was zu einem entsprechenden Berufsbild gehört, so dass sie dann zum guten Schluss erkennen können, also ein Beruf hat nicht nur eine Bezeichnung, sondern da muss man auch etwas tun und passt das zu mir oder passt das nicht zu mir. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Neben den klassischen Ausbildungsberufen, zum Beispiel in der Kfz- oder der Bankenbranche, gibt es auch einige ungewöhnliche Berufe zu entdecken. So zeigt Barkeeper Görkem Haab, wie man auf eindrucksvolle Art und Weise einen Drink mixen kann. Als sogenannter Flair-Bartender kann man immer etwas Neues lernen, wie er sagt. Also ich selber trainiere immer noch seit 7 Jahren und mache immer noch Wettbewerbe. Und letztendlich, so nach 1-2 Jahren, sollte man dann schon so Vorführungen machen können, nachdem man so 2 Jahre mindestens trainiert hat. Aber diese Trainingseinheiten sollten schon mehr als nur einmal die Woche stattfinden, dann letztendlich schon fast 3-4 Mal die Woche mindestens. Der Markt an Ausbildungs- und Studienplätzen ist also vielfältig. Auch die Organisatoren der Messe, die Industrie- und Handelskammern im Rheinland, geben den Besuchern den Tipp, lieber auch mal über den Tellerrand gucken. Also ich empfehle immer im Prinzip natürlich das gesamte Berufsfeld sich anzugucken. Und insbesondere zum Beispiel bei der Agentur für Arbeit gibt es solche Suchfunktionen, die darauf hinauslaufen, man klickt nicht mehr einen einzelnen Beruf an, sondern ein Berufsfeld. Und dann bekommt man auch alle unterschiedlichen Berufe auch angezeigt. So zum Beispiel, es gibt ja so, ne, jeder hat ja seine Lieblingsberufe, ich habe das auch. An der Stelle so Fachkraft für Fruchtsafttechnik oder Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Da denkt keiner im ersten Augenblick dran, dass es eine klassische Metallausbildung als Grundlage hat. Das heißt, jeder, der Industriemechaniker werden will, aber der da keinen Ausbildungsplatz findet, sollte es mal versuchen, bei den Fachkräften für Lebensmitteltechnik oder Fruchtsafttechnik oder beim Verfahrensmechaniker Kunststoff- und Kautschuktechnik. Das sind alles Berufe, die fallen einem so normalerweise nicht ein, wenn man nicht Profi in dem System ist. Aber die kann man finden, wenn man über Berufsfelder sucht und nicht nur auf einen einzelnen Ausbildungsberuf aus ist. Bei den Besuchern kommt das Angebot der Messe gut an. An vielen Ständen gibt es etwas auszuprobieren. Die Fachleute aus den Unternehmen werfen zudem gerne einen Blick in die Bewerbungsmappe. Und einige Besucher haben auch schon Pläne, wo es beruflich hingehen könnte. Eventuell im Medienbereich, Erziehung, also sozialem Bereich. Handwerk habe ich auch schon angefangen gehabt damals, leider abgebrochen. Und ja, das wäre aber auch eine Möglichkeit, als Alternative im Handwerk was zu machen. Die Messe hat noch bis Samstagnachmittag geöffnet. Bis dahin rechnen die Organisatoren mit etwa 22.000 Besuchern.